ihr schon mal Die Jagd gesehen? Den Film, in dem Mads Mikkelsen einen Kindergärtner spielt, dem zu Unrecht Kindesmissbrauch vorgeworfen wird? Mögt ihr Filme, die einen auch lange Zeit nach dem Abspann nicht mehr loslassen, wie Die Jagd? Dann macht die Lauscher auf. Denn Mads Mikkelsen und Thomas Vinterberg, der Regisseur und Autor von Die Jagd, haben einen neuen Film im Schlepptau, nämlich We have made a movie called Der Rausch. Der Film aus Dänemark hat einen Oscar als bester ausländischer Film gewonnen und hat eine ziemlich schräge Grundidee. Was wäre, wenn vier befreundete Männer in ihrer gemeinsamen Midlife-Crisis beschließen würden, jeden Tag ein bisschen Alkohol zu trinken, um glücklicher und mutiger zu werden? So erfolgreich wie Der Rausch sind nur wenige Filme bei unseren Nachbarn im Norden, von den Lego-Filmen mal abgesehen. Und dort heißt dieser Film Druck. Das ist ein ziemlich hartes Wort, das nur schwer zu übersetzen ist, wohl am ehesten mit Komasaufen. Hat dieser Film aber all die Preise, die er bekommen hat, und diesen gesamten Erfolg verdient? Was macht ihn eigentlich so besonders? Und wie viele Punkte werde ich ihm am Ende der Kritik geben? All diese Fragen beantworte ich euch heute in dieser brandneuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Tag ein bisschen saufen. Im Schwarzwald bei Jonas ist das Alltag. Die Theorie dahinter in diesem Film kommt aber vom norwegischen Psychologen Finn Skårderud. Diesen Mann gibt es wirklich und er schrieb: Die Menschen haben 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol. Deswegen soll man über den Tag verteilt immer ein kleines bisschen Alkohol trinken, um den richtigen Pegel zu halten und tatsächlich gesund zu leben. Und genau das tun die vier Männer in Der Rausch und natürlich hört das Experiment da aber nicht auf. Was glaubt ihr, was wohl passiert? Man denkt ja schnell, dass man eigentlich weiß, worauf der Film hinausläuft, aber ich kann euch sagen, ihr liegt wahrscheinlich falsch. Ein Schritt zurück. Wir folgen vor allem Martin. Der Geschichtslehrer ist verheiratet und hat zwei Söhne, doch schon seit langer Zeit ist er unglücklich. Sein Leben ist in eine stumpfe Routine verfallen, alles ist irgendwie festgefahren und wir folgen seinen vielen Entscheidungen, bis er dann diesen folgenschweren Griff zum Alkohol macht. Der Alkohol hilft ihm aber erstmal, die Kontrolle über sein Leben wieder abzugeben und den Moment zu genießen. Und es gibt für Schauspieler wohl kaum etwas Schwierigeres, als glaubwürdig einen Betrunkenen zu spielen. Mads Mikkelsen und den anderen Figuren gelingt das aber in Perfektion und das ist wirklich beeindruckend. Das Schauspiel ist mit unheimlich viel Feingefühl und jeder Betrunkenheitsgrad ist einfach von vorne bis hinten glaubwürdig gespielt. Aber was ist der Film denn jetzt genau? Ein schweres Drama über Alkoholismus, anspruchsvoll und deprimierend? Oder ist es doch eine leichte Komödie? Also soll er lustig sein, weil er ein paar Männer zeigt, die sich in die Besinnungslosigkeit saufen und dann kindische Dinge tun? Wenn der Film so wäre, dann wäre er eine Katastrophe. Das hatten wir ja hierzulande schon. Zum Glück ist Der Rausch aber so viel mehr. Er durchleuchtet wirklich alle Aspekte des Alkoholkonsums. Dabei ist er so vieles auf einmal. Er ist poetisch, witzig, todtraurig und je intensiver man sich mit dem Film auseinandersetzt, desto besser und cleverer und gehaltvoller wird er. Dabei ist schon die Produktionsgeschichte unheimlich tragisch gewesen. Wer die berührende Oscar-Rede von Thomas Vinterberg gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Eigentlich sollte nämlich seine Tochter Aida mitspielen, aber vier Tage nach Drehbeginn verstarb sie im Auto, auf der Autobahn. Ihr Gegenüber war nämlich abgelenkt von einem Smartphone. Das sollte uns daran erinnern, am Steuer dringend die Finger vom Handy zu lassen und auch daran, wie kurz das Leben eigentlich sein kann. We ended up making this movie for her, as her monument. So, Aida, this is a miracle that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know, but this one is for you. Thank you very much. Aida Vinterberg ist dieser Film gewidmet, denn mit ihr entstand er auch erst. Sie habe ihren Vater an die dänische Trinkkultur erinnert und die ist heftig. Thomas Vinterberg überlegte nach ihrem Tod den Dreh sogar abzublasen, verständlicherweise. Aber sein Team am Set, mit denen er schon seit vielen Jahren befreundet ist und so die Struktur des Tages, das habe ihn vor dem Wahnsinn gerettet, sagt er zumindest selbst. Und die Abiturienten und Abiturientinnen, die man nun in seinem Film sieht, das ist übrigens die Klasse von Aida Vinterberg. Diese Geschichten schreibt nur das Leben und ich kann tatsächlich nicht in Worte fassen, wie viel mir dieser Film gegeben hat. Denn selbst meine eigene Schulzeit betrachte ich dadurch mit anderen Augen. Die Krux des Lehrerjobs wurde mir nämlich mit diesem Film offenbar zum ersten Mal in meinem Leben, wie sich Lehrer und Lehrerinnen fühlen müssen. Du wirst älter und älter, blickst aber jeden Tag in diese
faltenfreien Gesichter junger Menschen. Und die altern nicht, du aber schon. Kein Wunder, dass so viele dabei zynisch werden oder sich in Routinen retten. Es geht diesen Menschen darum, ihre Neugier wieder zu erlangen, sagt zumindest Vinterberg dazu. Und das ist das, was seine Regiearbeit auch so großartig macht. Er weiß ganz genau, wann er aus jeder Szene herausschneiden muss. Das sorgt dafür, dass sich immer ein Teil der Handlung und ein Teil des Films in unserer Fantasie abspielt. Denn er weckt unsere eigene Neugier und führt uns sicher, aber unaufdringlich durch die Handlung. Wir interessieren uns plötzlich für das Dazwischen, was zwischen den Szenen passiert. Und wir werden überrascht davon, wie witzig, mitreißend und lebensbejahend der Film ist, bevor uns dann der Kater erwischt und wir in die düstersten Gefilde der Psyche abstürzen. Denn das ist die Qualität dieser Geschichte. Der Film ist nicht moralisierend. Er erhebt eben nicht den Zeigefinger. Er zeigt ganz ehrlich und authentisch, wie Alkohol wirkt. Mit all seinen Schwächen und Gefahren, aber auch mit all seinen Stärken. Er zeigt, wie Alkohol für angenehme und schöne Momente sorgen kann. Dabei verherrlicht er Alkohol aber auch nicht, sondern zeigt eben auch die Gefahren von schleichendem Alkoholismus. Der Film bildet wirklich das gesamte Spektrum dieser Droge ab. Aber ich bin mal ehrlich, vielleicht ging mir der Rausch auch deswegen so nah, weil ich halt selbst gerne Alkohol trinke, wie viele Menschen in Deutschland. In Dänemark ist die Situation, wie schon angesprochen, besonders brisant. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, die hat mal einen Bericht veröffentlicht und der besagt, Jugendliche in Dänemark trinken doppelt so viel wie der europäische Durchschnitt in derselben Altersgruppe. Aber es ist eben nicht nur diese persönliche Beziehung zum Alkohol. Der Film selbst ist raffiniert inszeniert. Mit jeder Szene nähert er sich selbst, nämlich diesem Rauschzustand. Die Kamera wird zum Gradmesser, zum Spiegel des Promillewerts. Sind die Figuren nüchtern, dann bleibt die Kamera statisch und hält das gesamte Bild gestochen scharf. Aber je betrunkener die Figuren werden, desto wackeliger wird auch das Bild. Sind wir nun Alkoholiker oder nicht? Wir sind keine Alkoholiker. Okay. Noch lange nicht. Wir entscheiden, wann wir Alkohol trinken wollen. Ein Alkoholiker kann das nicht mehr. Ja, richtig. Und wir wissen, dass das einfach nicht gut ausgehen kann. So war das auch bei griechischen Tragödien. Da weiß man ganz genau, dass am Ende im Prinzip einfach jeder sterben wird. Und dieses Gefühl befällt einen auch in diesem Film. Aber wir wehren uns dagegen, weil diese Männer, ihre Freundschaft und ihr Experiment, weil das einfach so liebenswürdig ist. Bis zu dem Punkt, an dem wir genau wissen, okay, es gibt keinen Weg mehr zurück. Aristoteles nannte das damals Katharsis, dieses emotionsgeladene Finale, das die Seele reinigt. Und das ist hier auch der Fall. Deswegen ist der Rausch für mich schon jetzt ein Anwärter für den Film des Jahres. Weil er so menschlich ist. Er wirkt wie aus dem Leben gegriffen. Und dabei wirkt dieser Film erst wie so eine billige Komödie mit so einer komischen Grundidee. Aber dieser Film dreht sich ums Leben selbst. Und so ist das mit den Filmen von Thomas Vinterberg. Sie wirken erstmal kleiner, als sie dann wirklich sind. Und ich sitze im Kinosaal und bin total fasziniert. Wie kann ein Film über ein paar alte Lehrersäcke, ich sag's einfach, Lehrersäcke, die beschließen, tagsüber zu saufen, wie kann dieser Film so berührend, kurzweilig und tiefsinnig sein? Und ich denke mir, ich gebe diesem Film einfach die 10 von 10 Punkten, die er verdient hat. Denn Der Rausch ist einer dieser Filme, der besser und besser wird und gehaltvoller, je mehr ich über ihn nachdenke. Und das ist selten. Aber bitte, bitte, liebe Hollywood-Produzenten, lasst die Finger davon. Bitte macht kein schlechtes Remake daraus. Ich gehe davon aus, dass hier keiner ein Problem hat, von dem ich wissen sollte. Mich würde mal eure Beziehung zum Alkohol interessieren. Trinkt ihr eher wenig oder eher viel? Falls ihr wirklich die Säufer vor dem Herrn seid, dann schreibt mal eine 5 in die Kommentare oder eine 1, falls ihr wirklich gar keinen Alkohol trinkt oder eine Zahl dazwischen, wenn das der Realität entspricht. Ich verlinke euch jetzt auf jeden Fall hier noch das Video unserer Funkkollegen und Kolleginnen von Die da oben. Die sprachen nämlich über die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Und außerdem verlinke ich euch unser Special darüber, was Filme eigentlich schön macht. Das war auch ein echt tolles Video, wie ich persönlich finde. Checkt beides mal aus, abonniert Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal mit mir, dem Eibär.